Kommt zurück zu The Forest, Staffel 2. Herzlich willkommen! Und es ist Nacht und ich würde sagen, wir schlafen einfach gleich mal. Achso, können wir schon... Oh ja, sehr schön. Jo. Dann starten wir einfach mal frisch in den Tag. Ah, ausgeschlafen und top motiviert. Sehr schön hungrig und am Verduscht. So muss es sein. Ja, ja doch, und hungrig bin ich schon. Aber erstmal... Ja. Da? Kann ich gleich futtern, sehr schön. Weh, ich sterbe jetzt. Oh Gott sei Dank. Aber Durst habe ich auch. Und ich habe... Ich hol mal schnell... Oh Mann. Ich hol mal schnell was zum Saufen. Bin gleich wieder da. Jo, mach das. Also für mich. Du musst dir selber was holen. Ja, ich tu mein Wasser schon abkochen gerade, also. Achso. Ach so ist das. Der hatte noch was. Oh nein. Sind es blaue Beeren? Nee, das sind rote. Sind das blaue Beeren? Ja, das sind... Nee. Nee, die esse ich nicht. Da sterbe ich. Sind das blaue Beeren? Nö. Sehr gut. Sehr gut habe ich das gemacht, wirklich. So. Bisschen Wasser holen. Weißt du was? Ich hole mir auch gleich mal Wasser. Lieber mal gleich auffüllen. Ja. Bis wir uns so ein bisschen Pflanzen sammeln hier. So. Wir müssen unbedingt mal Aloe Vera. Mal schauen, ob es diesmal besser funktioniert. So, ich gehe hin. Ich verstehe es nicht, ich habe überhaupt gar keine Probleme. What the fuck, Alter? Komm schon! Tschüss! Wo hast du da Probleme? Ich weiß auch nicht. Das hat das sonst eigentlich einmal funktioniert. Warte, ich komme mal zu dir und dann... Jetzt hat er. Wo machst du das? Bleib mal da stehen, wo du das machst. Warte kurz, ich bin gleich da, Warum machst du das auch da hinten? Komm mal her. Hier musst du es machen. Hier geht's echt schön. Nein, hier war ich ja. Hier hat's nicht funktioniert. Also hier gehe ich immer hierher und dann geht's. Zack. Nein, so, bei mir leider nicht. Hä, verstehe ich nicht. Ich glaube, du hast es einfach nicht drauf. Du bist einfach nur scheiße. Du kannst es gerne mal in den Videos anschauen. Ich versuche es wirklich in allen möglichen Winkeln, aber es will einfach nicht. Will einfach nicht. Und scheiße, ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. Ich habe eingestellt. Oh, perfekt. Ja, auf mich ist halt kein Verlass, ne? Ja, auf mich eigentlich auch nicht, aber irgendwie habe ich heute mal aus. Hey, da ist ja ein Wassertropfen drin. Ehrlich? Hat's geregnet? Lol. Ja, du siehst ja das kleine Fleckchen da drin. Ja, geil, das sind die blauen Beeren. Ja, habe ich doch letztes Mal schon gesagt. Bist du jetzt ja so vergesslich? Aber ich glaube, die sind sogar ein bisschen gewachsen. Ich würde also nicht gleich essen, sondern mal ein bisschen abwarten erstmal. Ja. Genau, unsere Kräuter können wir da noch nicht reintun. Die sind alle verschwunden. Gut, weil wir hatten ja eine kurze Aufnahmepause mit Forest. Wollen wir jetzt da weiterbauen oder was hatten wir vor? Ja, gleich. Ich mag nur schnell wissen, diese... Wie sahen denn die blauen Beeren aus? Also was war da für ein Zeichen? Blau. Wenn ich jetzt hier auf C drücke. Weil ich habe da jetzt mal irgendwas gepflanzt und... Ha, ich habe einen Hasen gefunden. Und hier weg mit dir. Nice. Ja, ich würde sagen, da bauen wir mal hier weiter, oder? Ja, mach mal. Lass mal da mal was schaffen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich habe doch jetzt... Hasenfüll. Was kann ich mit Hasenfüll machen? Oh. Ah, geil. Okay, mit zwei Hasenfälle ich jetzt also einen Beutel machen. Da war ein Loch. Wo ist er? Nice. Haha. Bleib stehen. Beweg dich nicht. Hör dich auf. Gut, Trefel kann man für den Wasserschlauch. Hey, ich habe aber keine Seile mehr, glaube ich. Genau, braucht man Seile. Oh nee, nur noch sechs Stoff. Nee. Ja, genau, leck mich, jetzt bleibt er stehen. Da warte ich, glaube ich, erstmal lieber. So, gut. Ist das ein schlechter Witz oder was? Nein, nicht bewegen! Den Luch kann man sogar relativ gut im Nahkampf killen. Ach, leck mich doch. Ich kann's nicht. Lol, ist einfach ins Wasser gelaufen. Wo ist mein Pfeil?
Ja, nur noch 38 Baumstämme ist gedacht. Easy going, oder? Ist jetzt echt ein Wasser gelaufen? Es sind doch nur... wie viele Bäume? 7 ungefähr. Naja, nee, wir brauchen 8. 8 Bäume. Also Tiere laufen ins Wasser und dann despawnen sie. Oder sie tauchen einfach weg. Wie im Actionfilm. Ja, die schwimmen. Wo man denkt, ne? Der Held ist verreckt, aber nein, dann taucht er mal weg. Du sag mal, wie ging denn das mit den Shortcuts legen? 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, aber ich weiß es auch nicht mehr. Da müsste man mal irgendwie nachgucken, weil das wäre echt mega nice. Ich glaube, mit Steuerung oder sowas. Also muss, glaube ich, ins Inventar gehen. Ja, das dachte ich mir. Und dann Steuerung 1 drücken, glaube ich. Dann ist vielleicht mit 1 zusammen. Aber ich traue mich halt nicht zu drücken, weil wenn man 1 drückt, nimmt man, glaube ich, automatisch Medizin. Weil solche Shortcuts gibt es schon, aber nicht für die Waffen oder so. Ja, ein bisschen lädt. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich weiß es nicht. Nö, ich ja. weiß es nicht. Jetzt schauen wir einfach mal nach dann. Oh, du bist schön am Fällen. Natürlich bin ich das und sehr, Ausdauer ist irgendwie. Sehr, sehr fleißig. Mal durch die Beete laufen, bevor ich drüber trampel, das wäre sehr ungünstig. Also wenn Ausdauer, du kannst ruhig die, bitte, oi. Kannst ruhig dann immer ein paar von den blauen Bären mal so zwischendurch einmal happbar machen. Wie gesagt, ich würde es erst auswachsen lassen. Ja, ich mache ja nur einmal, weißt du, die kommen ja dann, ich tue es ja nicht komplett futtern, damit die ganz weg sind, sondern ich knabber nur einmal rein, weil dann hast du wieder Ausdauer, um hin und her zu rennen, oder? Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn die ausgewachsen sind, dann kriegt man irgendwie auch Samen. Ja, das wäre wichtig, die Samen. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Wie schnell das Essen runtergeht, Alter. Das ist nicht normal. Ja, also auf Hard Survival ist das wirklich... Ah. Ja, das survivalt man eigentlich nur noch. Also zum Bauen kommt man gar nicht mehr so richtig. Ja, schwer. Schwer, ja. So, wieder eine Wand fertig. Das ist sehr schön. Aber ich glaube, wenn du relativ gut ausgerüstet bist dann und dann mal so ein bisschen schon mal gebaut hast, so die... Das ist echt behindert. Also ich sag mal, ein großes Projekt wird halt, falls wir dann wieder so einen Palisadenwall haben wollen, eine wunderschöne Mauer, dann dauert das wahrscheinlich wieder richtig lang. Da braucht man dann wahrscheinlich wieder so die 200 Baumstämme oder sowas. Ja, aber du musst halt gut bis ausgerüstet wir das dann sein. Fertig gebaut haben? Weil jetzt geht's gerade, wir haben ein bisschen Fleisch da. Nein. Fliegst du da rüber? Nein! Oh mein Gott. Fuck. Voll mich dann direkt runter. Ich hab grad genau zugeguckt, wie das Ding auf meinen Kopf fällt. Das Ohr, du bleibst stehen. Hast ja, das du war so ein, angenommen? Das war so ein. Ja, genau. Ich hab das so sein. Ich hab schon damit abgeschlossen. So, jetzt werde ich sterben. Dann so endet es nun. Dann dachte ich, jetzt weiche ich aus, geh nach. Weil das hat so ausgefallen, das wird nach rechts fallen. Und dann weiche ich so aus nach links und plötzlich dreht sich das Ding nach links. Dann dachte ich mir, okay, jetzt ist ganz vorbei. Jetzt kannst du mich reanimieren. Das funktioniert gut. Das machen wir gut, Skull. Geht voran. Dann müssen wir dann noch erstmal die Treppe bauen. Und ich brauche jetzt unbedingt mal irgendwie Leben. Also wir müssen unbedingt Medizin herstellen. Das heißt, wir müssen dann irgendwann Aloha mal... Vera. Unbedingt Aloha Vera. Ja, genau. Okay, genau. Oh, jawohl! Ich habe einen Lurch gefangen. Ja. Hab ich dich erwischt, du scheiß Vogelding. Zum Glück gibt's so viele Vögel. So. Das Feuer ist aus. Ich lass das mal aus, ne? Jo, brauchen wir erstmal nicht. Ich find's blöd, dass man diese kleinen Fleischstückchen nicht hinhängen kann.
Welch kleinen Fleischstücke? Glaubst du, wenn ich die jetzt einfach im Feuer brate? Was? Dann bleiben die ja da eigentlich liegen, oder? Dann verderben sie ja nicht. Da wäre ich nicht, dass die schwarze durch, also zu durch sind, also so gesagt verkohlen. Das weiß ich nicht, ob das in dem Spiel geht, dass die zu ich verbrennen. Ich probiere das einfach mal aus. Eins und Ding und das lassen wir jetzt mal ganz relativ lange drin. Ja, guck mal, ja. Weil nicht, Schlimmste, was passieren kann, ist wahrscheinlich, dass es einfach despawnt. Weil wenn es dauerhaft im Feuer liegt, dann verbrennt es ja irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel wirklich so simuliert wird. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass das in The Long Dark so ist. Da kannst du deine Sachen verbrennen, ja. Das Spiel sagt mir irgendwas. Ja, das ist auch so auch ein Survival-Game. Das habe ich mir mal angeschaut. Leider nicht online, beziehungsweise nicht im Multiplayer. Und das ist halt im Winter, also das ist alles weiß und... Aber auch, glaube ich, eher so Comic-Grafik, oder? Ja, genau, so ja, schöne Comic-Grafik. Ja, doch. Ja. Nicht direkt Comic, also, aber ist nicht so malerisch. So wie, ja, so wie, wie ja. Life is Strange, halt so eine Grafik. Ja, genau. Ja, genau. Doch. Ist nicht so von gleichem Machen? Nee. Von gleichem Machen ist das nicht. Das weiß ich nicht. So, nur noch eine Wand. Die vorne. Die hinten haben wir schon. Gut. Wir hatten zwei Bäume noch oder so. Ich lege mal meine Sticks in unseren Stick-Inventar, weil... Versucht die ganze Zeit. Ja, ich habe auch schon so viele Sticks, ja. Ja, aber ich versuche die ganze Zeit unsere Sticks. Alter! Ich dachte mir, hey Skull, was läufst denn da hinten rum? Und dann bist es gar nicht du. Weg von unserem Beet. Komm, weg von unserem Beet. Weg von unserem Beet. Genau, brav. Hey, lol! Wieso bin ich fast tot? Ich will ihr leben, wenn ich mich abwehr. Mein Gott, ich hab grad so bei den Bäumen hintergeschaut und gedacht, echt, da kommt ein Riese oder sowas. Das hat grad so komisch ausgeschaut. Oh! Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil da erwischt mich einmal, dann bin ich wahrscheinlich. Ja, ich bin auch fast tot, mein Bildschirm ist schon rot. Da kommt noch einer hinter dir! Ja. Ich geh da schnell rein, weil ich muss kurz Inventar. Oh, wo ist der zweite denn? The fuck? Ah, da ist er. Nein, bitte mach die Hütte nicht kaputt, warte, mach die Hütte nicht kaputt! Oh fuck, jetzt sind sie schon zu dritt. Okay, das wird jetzt echt knapp. Das wird jetzt schnell. Das wird jetzt richtig. Oh fuck. Bist du tot? Nein, aber einmal werde ich noch angehittet, dann. Ja, ich bin. Einen habe ich gleich. Einer ist tot. Ja, ich bräuchte da wirklich. Der andere kommt. Der läuft weg? Nee, der läuft weg, ja. Kannst du mir bei dem hier helfen? Ja, ich bin schon da. Hau ich mal vor von hinten eine drauf. Oh. Ja, komm schon. Dankeschön. Komm, Rüstung. Gleich Rüstung. Nimm mir mit. Ich mach Feuer an. Oh nein, jetzt habe ich gegessen. Und verreckst du, oder? Nee, ich habe aber auch nichts bekommen. Also, na, oder? Oder? Nee, ich glaube nicht. Ja, also, was wir unbedingt brauchen, ist Aloe Vera. Unbedingt, unbedingt. Dann Stoff eigentlich. Ne, ich glaube, das Wichtigste in The Forest ist echt Stoff eigentlich und Aloe Vera. Hat man die zwei Sachen, ist man eigentlich schon gut ausgerüstet. Ja, weil Knochen und sowas kriegt man eigentlich relativ leicht. Nein, nicht ausrüsten. Jetzt habe ich einen Knochen in der Hand, toll. Ich muss ganz kurz Rüstung machen. Ich habe halt echt nur noch 6 Stoff, ne? Hm. Ich glaube, wir müssten dann wirklich wieder in Höhlen reingehen, ne? Ja, da kriegt man wieder Stoff, ja. Da will ich aber eigentlich bräuchte man erstmal Aloe Vera. Ja, das ist wichtiger. Ein bisschen draußen gucken und Medizin. Dass wir Medizin irgendwie. Aber Medizin gibt es ja wahrscheinlich auch wieder in den blöden Höhlen. Ja, aber wir können Medizin erstmal ordentlich selber herstellen. Weißt du, was ich meine? Ich muss jetzt mal echt meine Rüstung erstmal ein bisschen aufstocken, weil ich verreck jedes Mal, wenn ich nur einmal block.
Ja, aber die Rüstung ist auch extrem schnell wieder weg. Ja, das stimmt mal wieder. Wie viel. Scheiße, jetzt fehlt mir Stoff. Jetzt sind mein Stoff alle. Aber eigentlich. Tragen, tragen, tragen. Gut, jetzt habe ich dreimal auch Rüstung. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ich mache mir jetzt einfach mal eine Tarnrüstung. Weil Echsenhaut ist eh nur da gut dafür. Ich mache jetzt einfach sowas. Ich habe jetzt einfach keinen Stoff. Das kann ich nicht machen. Was kann ich eigentlich? Platz. Ah, nur Tarnrüstung. Kann ich das ja hinnehmen. Brauchen wir die Zähne für irgendwas? Nee, oder? Da kann man doch die Waffen, glaube ich, verstärken. Ja, ich versuch's gerade, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Ja, du musst doch deine Keule reinlegen und dann einfach. Genau, ach, ich muss ja Harz noch dazu tun, sorry. Ja, das hat, glaube ich, sogar was gebracht. Aber jetzt kannst du es nicht mehr selber aussuchen, wo das hingeht, oder? Doch. Hä? Achso, nee. Nee, das macht automatisch. Das automatisch. Ja, das hat er automatisch gemacht. Ja. So. Achso, ich brauche für. Achso, für jeden Zahn einen? Nee. Ja, doch, für jeden Zahn brauchst du einen Baumharz. Okay. So, ich gehe nochmal schnell an Ufer und hol mir nochmal ein bisschen Water für mich. Das sieht lustig aus, dass er wieder das automatisch macht. Alles klar. Guck, ich gehe jetzt dahin. Ich habe jetzt Tarnrüstung. Nehme meinen Becher, geh dahin, drück C. Zack. Drin. Da hinten laufen sie schon wieder. Ja, sag mal, normalerweise hat es bei mir auch funktioniert. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt irgendwie so rumspinnt. Verstehe ich nicht. I don't fucking know. Das war jetzt irgendwie scheiße wieder. Da, 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 da. Oh, beide Stickholder sind voll. Ja, wir bauen ein drittes. Ja. Wir haben ja da brauchen wir hoffentlich nur das Ding dazu. Stocklager. Aber das große, ne? Vergiss das nicht. Ja, ja, ja. Schön daneben. Ja, ja genau. Lol, warum ist das so schief? Das behindert. Ah, verflixt. Das will ich nicht. Ja, mach du. Warum ich? Dann bau du. Warum ich? Das kannst du doch auch noch machen, oder? Du bist nur unzufrieden. So, schön in die Mitte rein. Zack. Hä? Oh. Hm. Ja, die Stöckchen, das sind die sind so schräg darum, ja, ja. Perfekt. Ach, verflixt. Scheiße. Das war jetzt schnell. Wo ist der Ausgang? Ach da. So. Sehr gut. Sind wir da eigentlich fertig mit dem? Oder fehlt da noch? Ach, 1,5 Wand. 1,5 Wand fehlt. Inventory. Jo. Können auch mal versuchen, die. Ja, unbedingt. Also ich darf sagen, nach dem Lager, nach dem. Das würde ja. Da bauen wir dann noch ein paar mit Schränke. Den Regalen. Genau, ja, genau, die Regale. Oh, ich muss das mal in diese Richtung machen. Wenn wir die Regale gebaut haben, ich darf mal sagen, dass wir uns dann mal. Irgendwie versuchen ein bisschen weiter in die Welt zu trauen und versuchen mal ein bisschen was zu sammeln. Also wie Medizin ja, und. Das brauchen wir halt wirklich. Genau, nur die Schränke ein bisschen aufzufüllen. Und dann für die Höhlentour vorzubereiten, so gesagt. Ja. Weißt du, wie ich meine? In der Tat. Ach, ich bin so ein Idiot. Weil dann können wir uns ja schon mal ein bisschen alles erkunden, also ein bisschen Medizin herstellen. Vielleicht finden wir eine Motorsäge oder so. Dann tun wir es auch leichter beim Bauen. Und ja. Sag schon. Mhm, genau, ja. Genau, das Katana oder eine neue Axt. Das wäre. Ach so, ja, das wäre vielleicht auch mal ganz cool, ja.
Lol, warum bekomme ich denn nur Sticks raus? Was ist denn das für ein Scheiß? Und eben ganz wichtig, Aloe Vera und so. Ganz, ganz wichtig. Gehst du da runter? Was ist das denn? Nein, nein, lass mich, lass mich. X. Halt, ich mach das E drücken jetzt. Ach so, mit... Ach, jetzt verstehe ich es. Oh, interessant. Ein Einfall in diese Richtung. Da kann man sehr interessante Treppen bauen. Ich meine, wie meinst du? Interessante Treppen? Ja, wenn man ja Linksklick macht, dann kann man ja so pausieren sozusagen. Oder man macht da so einen Punkt. Ja. Und dann kann man von diesem Punkt aus ja nochmal weiter die Treppe bauen. Also man kann dann zum Beispiel so eine Zickzack-Treppe hoch, so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Oder um die Ecke und so. Ich hab schon wieder Hunger. Nicht du hast normal. Immer. Ja, in Real Life hab ich... Und wie schnell das dunkel gerade wird. Ist ungeil. Ich hab das Gefühl, die Treppe ist zu weit. Nein, bitte nicht! Oh Gott. Ja, ich glaube, ich muss die nochmal weg tun. So, Baumstumpf. Kann ich die auch noch draufhauen? LOL! Ist da noch eins drauf? Nö, das war's. Ich dachte, es noch gern fertig kriegen in der Folge. Das wäre. Nein, wo ist unser Wagen? Da. Boah, Alter, die ist so jetzt nicht schräg, oder? Ach komm, leck mich doch. Oh Mann, ich sehe gar nichts. Scheiße gewonnen. Okay, das Bauen ist irgendwie wirklich so neuer, ne? Ja, aber es ist halt The Forest, ne? Also ich finde, das ist so The Forest-like. Das gehört hat dazu. Schon was. Also jetzt gehört jetzt schon dazu. So. Ja, die könnten es halt ein bisschen benutzerfreundlich machen. Lol. Scheiße. Ich will das. Ah, jetzt. Ich komme da nicht mehr hoch. Doch. Ich muss gar nicht springen. Ehrlich. Yay, ist die Treppe gut? Kommt man dann auch rein? Ja, ich schaue hier gerade. Die ist leicht schräg irgendwie. Ich traue mich da noch nicht so ganz. Auf alle Fälle muss ich jetzt als allererstes mal. Oh, das Feuer ist ausgegangen. Nein, mein. Trinken habe ich total vergessen. So. Trinken ist schon mal. Der ist ja nicht. Verdunstet ist es ja nicht, oder? Fisch kann ich direkt essen und bin satt. Sehr schön. Das freut mich. Ich mache nochmal ein Lagerfeuer, damit wir ein bisschen Licht haben. Nee, irgendwie ist weil die dann muss ich eh sagen, 23 Minuten sind schon, ne? Oh, oh. Mhm. Das, ich weiß nicht, ist das... Nee, bau du irgendwie die Treppe, ich weiß nicht. Weißt du, wenn es ich verkack... Dann passt es, ja. Ja, aber können wir schon schlafen? Was? Ja. Ja. Nice. Warte, ich speichere mal kurz. Ja, ich will auch speichern. Lass mich rein. Mach die Tür zu. lol. Ja, bitte. Du, die Tür ist bei mir jetzt... Hast du so abgebrochen, die liegt jetzt so... nee, bei mir ist die ganz normal. Bei mir ist die jetzt so mega offen. Na egal. Einmal kurz speichern und... Ja, sollen wir jetzt schon für die Folge wieder Feiern machen oder? Ach so. Wir haben ja leider jetzt echt nicht viel geschafft in dieser Folge. Ja gut, das schaffen wir nie so ganz in einer Folge. Oh, ich kann hier mal ein bisschen abbrennen. Komm, jetzt schlafen wir erstmal. Gut. Nee, das ist einfach unglaublich, wie schnell die Zeit bei The Forest vorbeigeht. Das ist aber deswegen, das ist auch so ein Teil. Man geht kurz raus, fällt ein paar Bäume, isst ein bisschen was, zack, halbe Stunde vorbei. Oh, ich hab gerade gegessen, ist das dein Scheiß ernst? So. Und wieder was zum Trinken holen. Ja gut, aber das ist eigentlich fast cool, ne? Weil in der Früh gleich, wenn du aufstehst. Wieso kann ich das nicht sofort essen? Da musst du erstmal draufbleiben und es muss halt schon. Also Fisch, glaube ich, kannst du echt. Weil das ist wie so, als dass es trocken. Du musst gleich draufbleiben, okay. Ich trinke es einfach mal davon ab. Oh, perfekt. Da lag gleich voll. Gut, jo. So, jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen trinken.
Gibt es eigentlich auch so eine normale Treppe einfach, die schon... Einfache Treppe. Ja, die kann man nicht... Ja. Vielleicht mal einen Topf nochmal organisieren für unseren Baumding. Aber ich glaube, du kannst aber nur einen Topf nehmen, oder? Dann müssen wir eins hinhängen und dann müssen wir gehen und... Und dann einen finden, ja. Ja, für dich einen finden, ja, oder für mich. Aber eigentlich müsste beim Zelt spawnt eh immer wieder ein Topf. Bei dem Zelt da hinten. Ich denke mal auch. Aber da dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Ja, ist cool. Es ist soweit. Gesellst du dich mit mir ans Lagerfeuer? Ja, Moment. So. Ja, hallo, ich möchte hier weiter... Alter, willst du mich verarschen? Hast du Fleisch ins Feuer gelegt? Nein. Ach, ich kann Zeug in den Topf tun. Willst du mich verarschen oder was? Akzeptier, Mann. Ich kann Blumen und so weiter in den Topf tun. Kriegt man dann Leben oder was? Ich weiß nicht, was man da genau... Vielleicht kann man irgendwie Tee machen. Ja, eben. Nein, ich mag kein... Alter. Schau jetzt mal das Feuer an und dann bitte... Ich hab grad so eine schöne Treppe bekommen. Aber er akzeptiert das einfach nicht, obwohl ich E drücke. E! Ich drücke E! Bin ich gerade doof? Ja, irgendwie... ja, ich baue hier gerade was richtig Wunderschönes. Fick dich doch. Was zum Henker tust du gerade? Ich kann eh drücken und den Quer. Ach komm, fick dich doch. Nee. Nein, lauf, ja, lauf übers Beet. Depp. Da ist auch noch nichts drin. Doch. Guck mal, ich kann sogar reinhüpfen. Guck mal, da hinten. Da habe ich was angepflanzt. Da. Du springst auf meine Pflanze. Hörst du damit auf? Ja, da. Komm, wir müssen jetzt die Folge beenden, bevor die wieder zu lang wird. Du hast recht. Alter, kannst du das Baubeam... Nächste Folge. Ja, nächste Folge kann ich machen, was du willst, okay? Ich mach für romantische Stimmung. Ich muss, glaube ich, eh jetzt nach dieser Folge mal aufhören und das Spiel beenden, weil bei mir backt das Baubeam gerade rum. Du Fuck. Du Ups. Fuck. Entschuldigung. Wieso fliegt auf einmal das Lagerfeuer davon? Weil ich gehauen habe, vielleicht? Ich speichere jetzt nochmal und dann... Bup. Ja. So, ich habe gespeichert. Ich speichere nochmal kurz. Und. Ich nicht. Scheiß Baumenü. Bup. Hör auf. Ah. Danke fürs Zuschauen und. Ja, danke. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao.